Kopfhörer. Idealo ab 264. Ja, gebraucht so ein Ding kaufen ist echt immer ein volles Risiko, ne? Gebraucht sowas kaufen ist echt immer ein volles Risiko. Und so viel sparen tust du da auch nicht. 170, 140. Naja, gut, ein Hunderter, aber da kannst du halt sein, dass du dir so ein Eins-Nest legst. Das ist halt volles Risiko. Ich persönlich bin ja nicht so der Freund von. So. Da raschelst du. Da ist er. Da ist er. Ich hör ihn doch. Da ist er doch. Schade, dass es keine gelben oder rosanen Trainingsanzüge gibt, ne? Ja, kann man auch nicht ändern, ne? Die Farbe. Nee. Ja, so ein Scharfschützending ist gar nicht schlecht, wenn man eine Vierergruppe hat, das einen Scharfschützengewehr hat für diese scheiß Sniper da oben, ey. Ja, war ich auch schon am überlegen. Aber ich hab gedacht, ich mach jetzt mal das eine hoch. Ja, ich mach erstmal alle hoch, so gut wie es geht, bevor ich da kauf. Später braucht man die Kohle wahrscheinlich. Ja. Der erforscht den Betrüger immer noch. Alter, wie lange forscht er denn an dem Kram? Ist ja nicht zu fassen, ey.
rutsche, wie? Wie rutsche ich denn? Wie war das denn noch? Wahrscheinlich laufen und in die Hocke gehen, ne? So irgendwie. Irgendwie sowas war das, ja. B ist rutschen, ja, wahrscheinlich musst du rennen und dann. Rennen und dann rutschen. Ah, okay. To obtain a code for that. And where to obtain a code? Ich wollte ja eigentlich gucken. Ich wollte ja eigentlich gucken wegen den Klamotten, was wir da noch für coole Klamotten haben. Aber waren da nicht zwei Trainingsanzüge? Warte mal, lass uns mal gucken. Ausstattung. Wo waren die Klamotten? Aussehen. Anzüge. Man kann aber auch nicht reingucken, was es noch so gibt. Nee, leider nicht. Den kann man auch nicht, irgendwie nicht anpassen, ne? Nee, anpassen kannst du leider nicht. Jogginganzug 4 in grün. Jogginganzug 5 in rot. Wo ist denn das? Beim Händler. Und dann auf Mr. Wright Schneider. Ne, war schon richtig, ja genau. Und dann, ach, da hinten, die Stufe 35. Ach du Scheiße, 73. 89. 188, ne. 89, okay. Da müssen wir mal gucken. Der nächste wäre dann bei 35. Na, das dauert noch einen Moment. Mal gucken, wie wir das machen, dass die K.O. da mal mit uns zocken kann. Mhm. Die kann sich jetzt sowas halt auch nicht kaufen, weil sie kurz zum Umziehen steht. Weil sie aus dem Haus raus muss oder rausgeht, wo sie jetzt gerade wohnt und richtet sich gerade eine neue Wohnung ein und kam, dann hat sie natürlich kein Geld. Mensch, bist du gewachsen über Nacht oder was? Ja, aber sowas von drüber. Der Wolfi hat es nicht, ne?
Ah, für die Stunde macht jetzt. Boah, ich hab dieses Party Animals mal gespielt, also ich hab's direkt ausgemacht. Ah, ja, für Müll. Für mich ist das auch nichts. Der Bill meinte, das ist für ihn das Spiel des Jahres. 5 von 5 gegeben und so weiter. Ich habe mir Videos angeguckt, das geht mir. Das ist überhaupt nicht meins. Null. Ich mag ja solche Partyspiele, aber das da war, keine Ahnung. Ja, das ist von der Bewegung her ist es ziemlich grenzwertig da. Mit der, weiß ich, also mir gefällt es nicht. Nee, mir auch leider nicht. Deswegen habe ich es wieder runtergeschmissen. So, dann mal gucken wir mal, wie wir es schaffen ohne. Ja, wissen wir ja. Soll das rutschen? Also wenn ich renne, rutscht der da? Nee, der geht in die Hocke. Der rutscht doch nicht. Warte mal. Nee, deine geht auch. Der rennt und dann geht er in die Hocke. Ich hatte das gestern, weil da hat der Dings auch gesagt. Jetzt halte ich mal. Vielleicht geht's erst, wenn man. Ja, wenn wir die Maske aufhaben. Wenn wir die Maske aufhaben, ja, genau. Ja, das kann natürlich sein. Wir hatten ja gesagt, von der Seite, ne? Kommen wir ja auch rein. Aber ist der? Okay. Und der Otto von da? Okay. Oh, die Tür haben die schon aufgemacht. Okay. Nee, ich habe sie gerade aufgemacht. Ach, aber der kann der Wachmann da. Hä? Ah, die Kamera. Ja, da ist die Kamera. Die kann man halt nur kaputt machen, wenn man dieses Elektro-Ding hat, oder wie ich das gestern mitgekriegt habe. Ja, begleite mich raus. Ich habe die blaue Karte von dem geklaut. Hat er mich hier drin bestimmt oder dich, ne? Mich hat er, aber der guckt gerade zu dir hoch. Ja, der hat dich gesehen. Der hat dich jetzt gesehen, der will dich jetzt verhaften. Die Zeit der Spielerei ist vorbei. Wo war denn die mit der blauen Karte? Unten war das mit der blauen Karte, ne? Ah ja, okay, rennen und B, dann rutscht er.
Wagen selbst geknackt. Was war denn der Raum mit der blauen Karte? Weiß ich ja gar nicht. Hier war das, oder? Okay, hier auch nicht. Weißt du, wo der Raum ist mit der blauen Karte? Hä? Ey, wieso haben die Rollladen hochgemacht? Das gibt's doch gar nicht. Ich hole das Ding schon ab. Ja gut, was denn, Ach, du hattest das Gerät, ach so, und ich hatte schon das Zeug dabei. Ja, der Gerät? Mal holen. Der Gerät. Blaue Karte und es gibt hier nichts mit einer blauen Karte. Hä? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's einen Keller, ne? Hier. Gib mir Termit, wo liegt denn das Termit? Irgendeiner hat's Termit. Dann der kommt. Ich hab kein Termit. Hier liegt doch kein Termit. Nee, nee, der, wenn dann hat der. Nee, die nehmen das nicht auf. Sicher nicht? Nee, hier steht, liegt aber auch. Nee, die haben es nicht. Nee, aber es liegt aber auch nirgendwo hier. Wird mir auch nirgendwo angezeigt. Nee. Gibt's doch gar nicht. Da kann ja auch wieder Buggy sein, ne? Kann ja mal. Ja. Ah, ne, jetzt. Jetzt wird's angezeigt. Oben. Oben und eins unten, oder? Oder sehe ich das falsch? Wie kommt ihr hier auf? Da.
Okay, ich hab eins. Ich hab auch eins. Oh shit, die sind ja schon im Hausflur. Ach, dass die eine Tür da nicht aufgeht, das. Jedes Mal latsche ich da dagegen, ey. Aber trotzdem, die blaue Tür, die würde ich. Oh, warte, ich muss das Ding hier. Wo ist das? Das war doch hier. Hä? Das war doch hier irgendwie auszumachen. Wo war das Ding denn? War das? Was war das Ding denn? Ich hab das schon ausgemacht. Das Schließfach musst du finden. Ich frag mich, wo jetzt der Sprengler war. Normalerweise hat er mir den immer angezeigt. Ja, hat er doch angezeigt. Ich hab's nicht gesehen, ey. Hey, caramba. Also hier sehe ich eine Tür mit einer roten Karte. Du kleiner Gierschlunz. Ja, ich war nicht ganz voll. Ich glaube, dann ist der eine unten. Geh ich doch mal runter gucken. Müssen wir noch mal warten auf die Neugruppierung? Finde das Schließfach des Managers, das wurde mir doch sonst immer angezeigt. Ja, wird er auch bei mir. Finde das Schließfach des Managers. Ja, aber nee, es wurde bei den Schließfächern immer angezeigt, weiß umrandet. Ach so. Ach, die Schweine, ey, schon wieder Geld. Nein, jetzt werfe ich hier eine Granate rein. Alter, was für ein Honk hat denn hier eine Granate reingeschmissen? Ich wollte die auf die drauf werfen und dann bin ich in das Loch gefallen. Die ganze Zeit, schon, ja. Ich weiß nicht, ob das eingefärbte Geld überhaupt was bringt. Das weiß ich leider auch nicht. Ach, nimm mal einfach. War ja bis jetzt auch immer so, ne, dass das immer angezeigt worden ist. Hier ist der Ausgang. Ne? Was ist denn noch da hinten hin? Ja, genau. Ihr lasst mich hier nicht mehr durch, weil hier 10.000. Under heavy attack.
Das zeigt mir das zweite nicht an. Ach ne, ist jetzt schon alles klar. Das soll ich hier so stehen. Ach, der Ninja bei mir. Ja, wir holen noch schnell das andere Geld. Noch zwei Taschen sehe ich. Ja, ihr habt doch noch das Geld auf dem Rücken, ihr Affen. Ja, jetzt musst du den abnehmen, wenn sie hier stehen. Da die jetzt hinter dir hergelaufen sind. Ja. Oh, die Sau hat mich erwischt hier hinten. Mich noch mal erwischt, Sau. Ah, da hat der Gas reingeschmissen, die Sau. So, ich werfe mal ein Heal-Ding hin. Wie viele Taschen fehlen uns denn noch? Oh, ich bin schon wieder down. Lass uns verpissen. Die hat irgendwas gesagt von 5. Aber die 2 haben immer noch welche an. Ja, du musst sie den abnehmen, du musst hingehen und X drücken. Ich weiß es nicht, wie... X. Steh doch da, packen, nee. Nehmen. Nee, ich bin nicht bei denen dran, deswegen. Weil ich muss eine Tasche holen, eine Tasche. Ja, komm hier rein, die müssen uns. Komm hier rein. Sonst. Lass uns abhauen. Scheiß auf die Tasse. Sonst sind wir kaputt. Da sind jetzt schon überall Sniper. Lass uns lieber die Kohle mitnehmen, was wir haben wir. Ja, das stimmt. Mühsam inertisches Eichhörnchen. Ja. Da haben ja sowieso noch mehr Taschen gefehlt. Doch noch 4, ja. Okay. Die blaue Karte hätte ich gerne gesehen, die einsetze ich. Rot habe ich gefunden. Dass man das. Da jetzt geht's beim Skippen, okay. Der Ranger spielt das auch. Der Ranger. Echt? Alter, was gesagt? Und der Mund. Kann man nicht riechen. Ich weiß ja nicht, wer was spielt. Ja, ist so. Dann sind die Leute dann beleidigt, dass sie nicht eingeladen werden oder was? Hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Wo soll ich denn wissen? Ich gucke ja nicht den ganzen Tag über die Freundesliste, wer was spielt. Wenn du mitspielen willst, musst du was sagen, wenn du noch im Stream bist, Ranger. Fehler bei Spielesuche. Das haben wir noch nicht gehabt. Läuft. Das haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Was hatte ich denn eben? Irgendwas hatte ich anderes. Ich glaube, ich hatte nur auf Einladung. Vielleicht bringt das den Fehler.
your call. You've done this a million times before. But hey, there's no rest for the wicked. Ich hab doch... Der Fleiß kein Preis. Fehler bei Spielesuche. Okay, ich starte mal Spiel neu. Das ist aber komisch, hat man doch eben nicht gehabt. Das ist tatsächlich der häufigste Fehler. Ich habe gestern Abend mal geguckt, was die Leute so für Fehler haben. Mhm. Und das ist tatsächlich der häufigste Fehler, dass die Spielersuche nicht funktioniert. Komischerweise ging es aber eben. Was? Da hatten wir gestern auch nicht so die Probleme mit. Nee, nicht einmal. Ja, weil sie es auch einfach hätten machen können, dass man die Mission nochmal wiederholen kann. So ein Blödsinn, dass man jedes Mal das ganze Ding nochmal durchlaufen muss, wenn man die Mission gepackt hat, statt zu sagen, so, ich spiele jetzt die Mission nochmal. Das ist so ein Blödsinn. Richtig. Ist es auch. So eröffnet das Spiel immer einen neuen Server, so zwar ja, genau. Eine Lobby und die, das, und genau, die Lobby. Und du musst erst in der scheiß Lobby suchen. Und das Social ging ja, weil das Social hat hier auch nicht richtig geklappt. Ich krieg keinen einzigen Xbox-Freund angezeigt. Mal gucken, ich lasse jetzt mal spaßeshalber suchen. Mal gucken, ob er jetzt den Ränger und dich findet. Dass er die gesperrten Spieler da aufzeigt, ist absoluter Blödsinn. Da Fehler bei Spielersuche. Nee, da mag es jetzt wohl nicht. Was soll das? Das ging doch eben. Guck mal, wenn du suchst. Die werden doch ihre blöden Dinger mal in den Griff kriegen, ey. Was soll's denn, ne? Fehler bei der Spielersuche. Ist vielleicht, haben die runtergefahren oder sowas? Dass sie da jetzt Wartungsarbeiten machen oder so? Ja,
Nee, dann könnte man sich wahrscheinlich erst gar nicht einloggen. Nee, Fehler bei Spielersuche. Das heißt, du kannst doch nicht mal offline gerade spielen. Nee. Weil er einfach das nicht hinkriegt, dich mit den Servern zu connecten. Spielersuche. Oh, bei mir hat es gerade geklappt. Unfortunately, this is how the developer intended the game. Also man kann nicht, wenn du den Boss geschlagen hast, das ist, wie der Developer sich vorstellt, wie das Spiel funktionieren soll. Habe ihm gerade geschrieben, dass es ja schon Blödsinn ist. Weil gerade jetzt, wenn du die Dailies machen willst und du gehst zur zweiten Seite von dem Spiel, also wenn du den Boss geschlagen hast und du kommst nicht mehr zurück, hast du gar nicht mehr die Chance, ein Schwein oder ein Frosch oder so, weil die sind noch gar nicht da. Du musst ja erst wieder alle wegklatschen. Ja. Nee, wenn du drin bist, warte mal, dann versuche ich, ob ich dir beitreten kann. Ah nee, dafür müsste ich dich ja erstmal finden, Moment. Und finden kann ich dich nicht. Doch, über das Social, ist das ja, ne? Warte mal, über Social vielleicht, mal gucken. Ich habe nicht die Möglichkeit, dir beizutreten. Das geht einfach nicht. Genau das ist das. Ich habe das bei mir noch nicht einmal gesehen, Spieler beitreten. Und du kannst aber auch nicht einladen bei Xbox-Freunden, oder geht das über Ingame? Musst du dir mal das probieren? Weil ich habe dich ja auch im Game... Kann ich dich immer einladen, aber da kürt ja nie was bei dir an. Aber Party geht auch nicht. Ja, da es ja schon in der Party ausgegraut ist, ne? Ich kann auch dir nicht Spiel beitreten. Ist bei mir auch immer ausgegraut. Ja. Bei mir. Auch wenn ich jetzt auf den Ränge gehe, spaßeshalber, ist auch immer ausgegraut. Ist alles ausgegraut, ja. Du kannst nirgendwo, also da ist ein Riesenbug. Nochmal neu starten, mal gucken, ob es dann geht. Ich habe mir das gestern ja nicht aus den Fingern gesaugt, dass ich da unbedingt der Host sein muss. Mir wäre es lieber gewesen, nee. dass ich einfach dann, wenn ich, Hauptsache es geht schnell, aber dass man dann jedes Mal neu starten muss und dann dass das nur bei mir ging, dass ihr nur bei mir beitreten konnt, aber ich nirgendwo anders. Ich konnte ja auch nicht bei dem Chill oder bei dem Brody mit rein. Und das Komische ist ja, dass ich dich schon gar nicht gelistet krieg. Komisch, dass du keinen da hast in der Liste. Das ist das.
von Fiasse stehen. Bei mir auch. Bei mir habe ich dich und noch jemanden drin. Ja, bei eins von vier, das würde ja bedeuten, dass ein Spieler da wäre. Es ist aber ja kein Spieler da. Und Offline-Freunde sehe ich 8 Stück. Ich weiß noch nicht, warum ich 8 habe, aber gut. Ja, siehst, stimmt. Offline müssten ja bei mir eigentlich auch welche angezeigt kriegen. Richtig. Angezeigt richtig. Werden, richtig. Da, die müssten ja wenigstens unten mit drin sein. Und hinzugefügt als Freund hatte ich. Dann sagte er ja, dann will ich, wenn ich das brauche ich gar nicht machen, das habe ich ja gestern gemacht. Wenn ich auf Freund hinzufügen gehe, dann macht er den, will er dich als Xbox-Freund hinzufügen. Ja. Hier, plattformübergreifend ausschalten. Aus, ja. Nee. Das haben wir nochmal, aber das habe ich. Ich mache das jetzt mal spaßeshalber auch aus. War das bei dir an? Ja, das bedeutet. Echt? Bei mir war es aus. Das okay. Bedeutet ja eigentlich, dass plattformübergreifende Spielen ausschalten für Xbox Network. Dass ich. Ja, mal gucken. Ich hab, bei mir stand das automatisch auf aus. Guck mal eben so schön, auch wenn du da eine Änderung siehst. Okay, irgendwie ist das der Buggy. Das sieht mir stinken an den 3-jährigen Stelle, dass die die einzigen sind, die da angezeigt werden bei jedem. Die drei, die dabei geblockte Spiele spielen. Jeder denkt, guck mal, was Arschlöcher, du, schon gebannt. Spielen Tag draußen, schon gebannt. Die scheiß Cheater. Ah, okay. Ja, es geht eh nicht. Renga, es geht eh nicht. Ah, jetzt. Jetzt kann ich ja beitreten. Beitritt? Jetzt ja, kann jetzt ich beitreten. Kam auch direkt an. Komisch, dass du die Meldung kriegst vor mir. Das ist ja witzig. Also bei mir stand direkt Spiel beitreten unter deinem Namen. Witzig. Ja, dafür ist es bei mir jetzt dann direkt abgeschmiert. Das gibt's doch nicht, du. Nein. Kannst du dir echt nicht ausdenken, du. Das finde ich halt immer. Ich dachte immer, die testen das auch und hast du nicht gesehen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das jetzt erst auftritt, wenn sie es rausbringen. Das glaube ich. Naja, das mit dem Multiplayer in der Wildnis testen, wenn es noch nicht, Spiel noch nicht draußen ist, das ist immer so eine Sache. Das geht in der Tat schwer. Aber eigentlich sollte man davon ausgehen, dass sie jetzt eine Woche nach Release mit Hochdruck daran arbeiten, dass sie das in den Griff kriegen. Ja. Na, so kriegt man die Zeit auch rum. Na toll. Ach Gott, ey.
your call. You've done this a million times before. But there's no rest for the wicked. Mein Eide. Doch, zack. Jetzt kannst du beitreten. So, bereit. So, jetzt müssen wir mal gucken. The bank is currently holding a large amount of cash awaiting transport. Hat keine Karte dabei. This is... The door through the gate is magnetically sealed. Make sure you take out the power before or it won't open. Find the power source and turn it off. You, over there! Ach, der dich erwischt, cool. Wen hat er erwischt? Dich, mich nicht. Mich? Ich hab wirklich bei mir auch keiner. Habe ich die Karte nicht. Ach, da hast du die Karte, da bist du. Die Karte fallen lassen. Ah, da habe ich jetzt auch die rote, okay. Na, du bist ja eine, ja, da. Blau und rot. Schon wieder was so. Okay, everybody, this is not a drill. We're here to rob this place and there isn't a goddamn thing. Das ist ein Raum, der für den Arsch ist. Wenn ich wahrscheinlich Konsole deaktiviert. Ach, das würde nur funktionieren, wenn der Alarm nicht ist. Ah, okay. Alter, der blöde Arsch macht hinter mir die Rouladen wieder runter. Das gibt's doch nicht. Wieder hoch. Was macht er denn, Männer? Killt mal ein paar Cops. Und der Niesfacke? Das Ding. Ja, ich hab das.
anzünden. Bin ich erschrocken. Ah, unten sind sie. Genau, und Sniper, wo ist er denn? Ich habe ihn schon beseitigt. Echt jetzt? So. Na, so, was warten ist die neu. Kermit, Kermit, wo ist es? Da zeigt er noch nicht an, ist er nicht unterwegs. So, ich glaube unten hin, ne? Ja, eins ist oben, okay, das habe ich. Können wir rein? Ne, nur noch nicht. Okay. Wir müssen erst verhindern, dass die Cops. Ach ja. Schön. Schießen, schießen, noch glatt geschützt. Macht das überhaupt was? Ja, ja. Ja, okay. Boden ist auf. Okay. Aber das Loch einzufinden, ne? Das ist auch so. Ich finde das Loch eigentlich immer da. So, und jetzt. Ey.
So, alle nicht mit Farbdingern. Sehr schön. Nee, die da unten sind versaut. Da waren noch zwei auf dem Wagen unten. Ah, okay, die habe ich nicht gesehen. Ah, shit. Die habe ich nicht gesehen. Schande. Okay, dann die zwei haben was. Wir haben alles klar. Boah, die Sau! Hat er mich schon der rechten Seite weggesniped, der Arsch. Wow, du Fotzbirne Ninja, ey. Ach, zu spät. Warte. Dallas ist tot gewesen. Ach, gar nicht gesehen. Ja. Ach, jetzt habe ich das Falsche weggeworfen. Nein, was ist das denn hier nach unten? Nein, ich liege ja, ich habe mal. Jetzt haben sie uns aber ausradiert hier. Ach, ich habe hier Medipacks hingelegt und dann wurde ich weggeknallt. Ja, super. Nein. Das war jetzt kein gutes Level. Das ist auch immer eine Rennerei bis da hinten hin. Dich direkt verhaften? I
Mich auch, hör auf. Zack, weggetasert. Das ist ja wieder super schnell. Also richtig guter ja, Start, du. Absolut. Noch nicht ein Fuß in der Bank gehabt und schon alarmlos. Und schon. Da kann ich was leiten, ey. Die liegen unten, ne? Ich frage mich schon, was der Raum mit der roten Schlüsselkarte ist. Da ist echt gar nichts drin. In der Mitte steht Konsole deaktiviert, ja. Genau, und ich denke, wenn kein Alarm ausgelöst ist, könntest du da irgendwas deaktivieren, weißt du, was ich meine? Das könnte ich mir halt sehr gut vorstellen, dass das halt so ist. Die sind alle in den Raum mit der roten Schlüsselkarte reingerannt, lol. Zweite Torsche. Ja.
Okay, eins ist oben auf dem Dach, oder? Und eins ist unten. Ja. Die Server sind schon wieder down. Lucky, dass du spielen kannst. Ne? Tatsächlich hat man die ganze Zeit Probleme, auch reinzukommen. Shadow, wir müssen es 5-6 Mal probieren, bis es geklappt hat. Haben noch gesagt, also so richtig stabil ist das nicht. Es ist einfach weiter probieren. Ich glaube noch nicht mal, dass die da immer permanent down sind, sondern die haben irgendwie Verbindungsprobleme. Treppenhaus. Okay, ich warte, bis einer mit unten ist, sonst gehen die Farbdinger wieder hoch. So, bin da. Ja, so schnell kann ich ja gar nicht machen. Ja, musst du ein bisschen. Also das ist ja. Die blauen kann man ja da lassen, oder? Keine Ahnung. Nehmen wir mal mit. Was machen wir? Haben wir. Ich höre den den Ninja. Aber ich glaube, wollte ich gerade sagen, ich habe den gerade gehört. Steht der hinter mir. Okay. Ah, ich habe mein Geschütz, glaube ich, nach oben. Nein. Ja, kann gut sein, ne? Nee, doch nicht. Schon mal hin, den Sack dahin zu schmeißen. What the fuck? Ach du! Du Ninja-Arsch!
Hallo Quackine. Dicker. Wow, Aki. Na, wie geht's heute? Bisschen mit Kacki, Quacki. Alter, ich hab keine Munition mehr. Ich hab nur Sunny-Tasche dabei. Wie geht's dem Bäuchlein? Besser heute. Das hört man doch gern. Okay, time to get messy. Oh fuck, Hinterhalt. Down. Oh, wieder dieser scheiß Ninja. Ja, ich kann nichts machen, keine Munition und nichts. Kann nichts machen. Bis eben beim Arzt. Sollte eigentlich ins Krankenhaus, warum das? Macht, dass er da rauskommt. Erzähl's mir mal so, ja. Am Auto ist, konnten wir nichts machen, konnten wir nicht abhauen. Nee, es ist zu viel eingekesselt, das ganze Schmatzen so. Du musst doch die Polle erst absenken. Okay, Schwein, einfach einen mache. Wir machen nicht mehr lang, Venom. Ich switche gleich rüber zu Cyberpunk. Ich sterbe, okay, ja, das war klar. Ach, ich bin in Haft. Sonst wäre es kein Thema. Ich mach hinten auf. So. Jetzt können wir abhauen. Abhauen. Nein, ich lieg schon wieder. Aber ich lieg in dem Bereich. Oh, Gott sei Dank, irgendwie noch geschafft. Wir machen noch ein, zwei Runden und dann war es das, weil ab 1 darf ich Cyberpunk streamen. Und die Server, die sind spacken gerade so rum, wie der Shadow auch schon gesagt hat.
Das ist schon ätzend mit dieser jedes Mal neu laden, oder? Ja. Soll ich mal auf öffentlich stellen? Wenn ihr uns findet, könnt ihr rein. Ich stell's mal auf öffentlich. Wenn ihr uns findet und reinjoinen könnt, probiert's. Ausrufezeichen Gamertag ist mein Gamertag. Darth, Freizeichen Ralle. Aber wir sind wirklich keine Profispieler, also nicht zu viel erwarten. Haben wir noch gar nicht probiert gestern, ne? Eine öffentliche Sitzung einfach mal machen. Dann haben wir das auch als erledigt. Ja, super. Genau das habe ich mir gedacht. Mann, ey. Mich finden ja noch nicht mal meine Freunde oder ich komme nicht mal bei Freunden rein. Das ist so ätzend. Kannst du dir nicht ausdenken. Oh. Was ist denn, wenn ihr eine Partie findet? Habe ich dann die Option, hast du das mal probiert? Habe ich dann die Option, trotzdem eine eigene Lobby zu erstellen oder geht ihr dann automatisch in eine Partie rein? Probiert, aber könnte sein, dass der dann, wenn er was findet, dich da mit reinsteckt oder halt nichts findet und dann eine eigene aufmacht, aber dann für alle. Ja, das ist aber auch ein Blödsinn, oder? Das wäre dann auch fies, wenn du definitiv nicht willst. Jetzt stell dir mal vor, du hast so viele Leute, die das nur spielen, dann kannst du auch nicht immer eine private, na gut, dann müsstest du auch nur auf Einladung stellen. Aber er schmeißt mich ja eh gerade wieder als ins Hauptmenü. Jetzt hat er denselben Fehler wie gestern, dass er als es wiederholt. Jetzt habe ich da oben schon wieder eins. Raubüberfälle untersuchen. Die labert jetzt schon wieder doppelt übereinander. Oh Mann, das Spiel ist so komisch. Okay, hat es aufgemacht. Ich bin dabei. Die Sitzung ist voll. Ah. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das ist genau das, was ich meine. Dann haben die Freunde gar keine Chance reinzukommen. Mhm. Ja, dann gehe ich zurück. Das ist scheiße so. Genau das habe ich mir gedacht, weil da die Leute so Probleme haben, die Sitzungen zu finden, wird wahrscheinlich jeder drauf geiern, dass er die ganze Zeit am Suchen ist. Und wenn dann mal einer Glück hat, dass er eine Sitzung erstellt, dann ist sie natürlich, das ging eben, bups, voll. Ja. Das dachte ich mir nämlich.
kann allerdings auch keinen, so wie die Lobby jetzt ist, kann ich ja dann keinen einladen. Das ist ja dann auf nur Freunde. Und was mich gestern gewundert hat, ich habe den Dings gar nicht hinzugefügt, den Chill, gestern. Ich habe den Chill gar nicht hinzugefügt, stimmt. Und er kam mit in die Sitzung rein. Das habe ich gestern schon nicht geschnackelt, warum? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Macht ja irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, ne? Achso. Okay. Erster Satz, bist lucky, dass du ins Game kommst, Fragen über Mitspielen, aber nicht mal ein Follow da lassen. Ich werde das in Zukunft werde ich das auch nur noch machen, dass ich dann entweder sag mal mindestens Follower-Status oder Abo-Status. Ja, ist so. Muss ich auch sehen. Ja, hallo? Schweini einfach immer ready, permanent du. Ja, ne, ja. Ja. Also. Naja, es ist ein Game Pass, also es wollen ja mit Sicherheit viele Leute spielen. Definitiv. Und wenn es nur mal zum Reingucken ist. Das lasse ich nicht gleich wieder erwischen, Schweini. Oh fuck, ja, ich lass mich festnehmen. I'll need you to come with me. This area is restricted. Come on, you need to follow me now. Hm? Nimm ihn die Karte ab. Looks like you're gonna need a red key. Gibt auf der zweiten da wo du noch bist, da gibt's noch einen, der hat die rote Karte. Achtung. Wo der andere ist. Der andere. Come on, you need to follow me now. Hab sie. Don't let me catch you back there again. Ja, tut mir leid, Herr Wachtmeister, kommt nicht mehr vor.
Davon ist da. Don't trespass again. Ich hab mich verlaufen, wollte auf Toilette gehen. Mich verlaufen. Don't let me catch you back there again. Nein, ich. Okay, Herr Officer. Tut mir leid. Eine Verwarnung tut's doch auch. Die rote Karte ist da. Ich hab doch beide. Ach, du hast beide. Dann, achso, dann sag das doch, dann geh doch mal auf der zweiten Etage. Ja, sag ich doch. Dieser Raum, wo du auch. Ach, das ist schon, ich hab gar nicht gehört. Oder nicht verstanden, oder. Abwesen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, du. Ja, jetzt geht's. Ach, ich darf hier nicht rein. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Dann. I will need you to come with me. This area is restricted. This isn't a conversation. You're coming with me. Ja, tut mir leid. Don't let me catch you back there again. Okay, Herr Officer. Kannst du mal auch nicht benutzen, ne? Oh, da ist er ja. Er kommt jetzt langsam runter. Wo ist er denn? Da ist er. Was? Oh, Stefan. Was ist denn hier wieder passiert? Ich weiß ja gar nicht. Das können ja nur die zwei von uns sein. Ach, Mann. Ich stand hier und hab die ganze Zeit auf dich gewartet in den Räumchen hinter dir. Bringt das wieder mit. Ach, komm, Spiel. Stand hier die ganze Zeit. Auf den Boden mit euch! Gewartet. Ich höre von euch. Okay, everybody, this is not a drill. We're here to rob this place and there isn't a goddamn thing you can do about it. Den Angriff zu verzögern. Das ist eine Geisel. Ja, ich finde irgendwie auch keine Geisel, du. Die sind alle oben, die ich da geknebelt habe. Ach nee. Ein Geschütz. Oh, okay. Ja, komm zu meinem Geschütz, brav. Ah,
bauen wir nur noch. Die tauschen. So, ich muss noch anzünden, oder? Eines unten, ja, dann lade ich hier oben. Ey, du kannst den anhitten, den Scharfschützen. Denkst du, der zieht einmal zurück? Never. Noch ein Hund. Servus, Ben. Ja. Alles gut. Aber die Geisel ist weg. Ja, tot, eins von beiden. Dann ist sie nicht mehr. Bin so im Fever-Modus. Oh, das tut mir leid zu hören, du. Stimmt, kommt ja auch. Oder ist schon draußen, ne? Ich kenn sogar einen, der deswegen eine neue PlayStation. Der arme Ben ist im Fever-Modus. Teurer Spaß, oh. Teurer Spaß, Ben, oder? Ja. Alright, alright, alright. Wo ist es, Kermit? Beides unten? Beides unten, ja. Wieder daneben geworfen. Hab's drauf. Übers Wochenende 20 Spielstunden gesammelt, bin echt im Loch. Oje, du Arme. Hab keinen Vergleich zum zweiten Teil. Ich habe im zweiten Teil, glaube ich, nochmal kurz angezockt. Aber ist ganz okay, wir haben es gestern ein bisschen mit einem gespielt, der hier als Follower reinkam. Hat Späßchen gemacht, aber ich habe das jetzt nur als Lückenfüller, weil ich gleich Payday streamen darf. Cyberpunk. Die haben doch schon wieder die Rouladen hochgemacht, Mensch. Defense!
Wir haben es gestern den ganzen Mittag gespielt, hat tatsächlich Späßchen gemacht. Ach krass. Ah, und dann lassen die. Aha, okay. Dann lassen die Heals fallen. Alles klar, wenn du die austauschst gegen Ressourcen. Nein! Zwei haben es wieder nicht geschafft. Na dann los, ne? Was? Ach, den habe ich nicht gehört wegen dem Auto. Haben. Ey, war das Auto. Dankeschön. Wegen dem Namen vom Auto. Boah, der Sniper da oben. Also. Okay, ich will die nächsten. Oh. Hä? Ich hatte doch. Okay, ich hatte gedacht, ich hätte noch mehr Energie. Boah, der Juggernaut ist da. Nur noch Taschen. Ja, nimm die Tasche auf, Junge. Und, na, ja, der will nicht. So, wenn der eine die jetzt noch nehmen würde, der kommt, will er nicht. Ach, das ist ein Spaß. Den nimmt die nicht, du musst dir dem überwerfen. Ja. Wie werfe ich denn die über? Ja, ganz normal, wie du abwerfst, wenn der da steht. Wirfst du ihm die Tasche und landest auf dem Buckel? Wartest du immer, bis er die Tasche aufnimmt? Nee, oder?
Ja, weil da passiert nichts. Auf. Nee. Gar nichts gemacht, weißt du? Ja, weil ich sie immer auf den Buckel geschmissen habe. Muss man ja auch alles wissen. Ne? Ja, du bist natürlich erkrankt. Das nee, ich bin doch nicht so drin, ne? War denn das Leifer? Hier war doch irgendwo anders. So, wo ist unser Auto jetzt? Wieso ist das Auto noch nicht da? Ach, die Pölle. Ich hatte mir eine Runde gemacht, beide. Klar. Das erste Mal hatten wir ja schon alle Runden. Zu nah dran. Was ist denn unser Auto? Lava, das steht da hinten. Oh, ach, das steht auf was zum Henker? Seit wann steht denn das da? Das war jetzt das erste Mal, ne? Nein, ich muss nachladen. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. Fehlt ein Pack? Oh ja, da liegt noch eins. Zwei liegen da noch. Nein. Down. Okay, komm, 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 komm. Okay. Ich komm zu dir. Ja, der andere hat Speck auf dem Buckel. Ja, ich hab ihm das weggenommen. Weil der Dicke kommt nämlich. Ja. Ich finde es eigentlich schon blöde, dass man 3 Sekunden oder länger warten muss, bis man fährt. Bisse. Die Zeit gut überbrückt. Ja, passt genau. Kann ich gerade noch eine Kleinigkeit zu Hubsen machen.